Dies waren die ersten Takte des legendären Requiems in C-Moll von Luigi Cherubini. Wie man schon an diesen ersten Takten hören kann, handelt es sich um ein Meisterwerk. Trotzdem ist dieses Meisterwerk heute aus dem Konzertrepertoire fast vollständig verschwunden. Es ist also ein vergessenes Meisterwerk. Ein Grund mehr für den Stuttgarter Oratorienchor, sich gerade dieser vergessenen Meisterwerke anzunehmen. Eigentlich beginnt die Geschichte des Cherubini-Requiems mit einem schrecklichen Ereignis. Am 21. Januar 1793 wird in Paris der Bürger Louis Capet, besser bekannt als Ludwig XVI., König von Frankreich, öffentlich von den revolutionären Jakobinern unter Robespierre hingerichtet. 21 Jahre später, 1814, herrscht aber wieder ein König über Frankreich. Es ist der Bruder des hingerichteten Königs, Ludwig der 18. Er beauftragt seinen neuen Superintendenten der königlichen Musik, Luigi Cherubini, einem der berühmtesten Opernkomponisten und Kontrapunktiker Europas, ein Requiem für eine Trauerfeier anlässlich dieses Hinrichtungstages zu komponieren. Hier sieht man das Kirchenschiff der Kathedrale Saint-Denis nördlich von Paris, die auch als die Wiege der Gotik gilt. In der Krypta dieser Kathedrale wurden seit dem Ende des 10. Jahrhunderts die französischen Könige zu ihrer letzten Ruhe gebettet. Am 21. Januar 1817, auf den Tag genau 24 Jahre nach der Hinrichtung König Ludwigs XVI., findet hier in der Krypta von Saint-Denis die große Trauerfeier anlässlich dieser Hinrichtung statt. Luigi Cherubinis Requiem wurde für diesen Anlass komponiert und hier auch zum ersten Mal aufgeführt. Schon die ersten Takte des Dies Irae sorgten bei ihrer Erstaufführung für Furore. Schuld daran war der Tamtam-Schlag, der erstmals in einem Requiem hier Verwendung fand. Nachdem nun die Posaunen das Weltgericht angekündigt haben, setzt dieser Tamtam-Schlag nun das Tribunal an. Im Anschluss daran erzeugen die im Pianissimo tremulierenden Streicher eine von Angst erfüllte, vibrierende Stimmung, ehe der Chor mit strengem Kanon die Sequenz eröffnet. Im folgenden Textabschnitt ist nun Ehrfurcht der thematische Zusammenhang. Im Tuba Mirum und später auch im Rex Tremende entfaltet sich jetzt maximale Klangstärke. Der Chor deklamiert nun homophon und wird zusätzlich von dramatischen Bläserattacken begleitet. Thank you.
Cherubini gelingt es aber auch immer wieder, musikalisch überzeugende Übergänge zu gestalten. So schafft er es, innerhalb weniger Takte einen Übergang zu schaffen vom mächtigen, dramatischen, ehrfurchtgebietenden Rex Tremende hin zum demutsvoll bittenden Salva Me. Auch das Ricordare erfährt eine außergewöhnliche Gestaltung. Das Werk, und das ist ungewöhnlich, verzichtet auf Solisten. Trotzdem gestaltet Cherubini Kantilenen. Diese Kantilenen werden nun aber von den Frauen- und Männerstimmen des Chores gesungen. Im Hintergrund ist ein jagender, von bittenden Seufzergesten gestalteter Streicherteppich zu hören. Neben den hochdramatischen Passagen dieser Vertonung überzeugen aber auch vor allem die lyrisch anrührenden Momente des Werkes. So braucht das Lacrimosa keinen Vergleich mit berühmten Vertonungen dieser Textstelle aus anderer Feder zu scheuen. Diese wenigen Klangbeispiele belegen, warum sich große Komponisten wie Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms und Berlioz begeisternd und bewundernd über das Requiem in C-Moll von Luigi Cherubini geäußert haben. Sie zeigen aber auch, dass es sich für den Stuttgarter Oratorienchor als lohnend erweist, sich mit vergessenen Meisterwerken zu befassen. Neben der zurzeit laufenden Konzertreihe mit Werken des Stuttgarter Hofkapellmeisters Johann Nepomuk Hummel hat sich der Chor bereits mit seiner Telemann- und Haydn-Reihe selten aufgeführten Werken gewidmet. Wir freuen uns, unserem Konzertpublikum auch in Zukunft viele spannende musikalische Neuentdeckungen vorstellen zu dürfen.